Ja, schönen guten Abend. Wir sind natürlich unfassbar glücklich, dass wir hier in Gummersbach bei einer wirklich stark aufspielenden Mannschaft in der heißen Atmosphäre die 2 Punkte mitnehmen konnten. Ich glaube, das war von uns das erwartete und auch erhoffte Spiel heute, dass wir es wirklich eng gestalten in der ersten Halbzeit. So ein typisches Spiel, wo immer eine Mannschaft eine gute Phase hat, sich ein bisschen absetzt, die andere Mannschaft kommt zurück und dann ging es hin und her. Kann auch mit Unentschieden in die Halbzeit gehen. Wir gehen dann mit +2 in die Halbzeit mit dem Wurf von Niklas Kürkelöke, der dann reingeht im letzten Angriff. Und dann in der zweiten Halbzeit kommen wir zu Beginn nicht ganz so gut rein. Vor allen Dingen, weil wir auch relativ viel in den breiten Situationen und von außen liegen lassen. Ich glaube, dass Ivanisevic ein Riesenspiel macht. Ich glaube, der hat um die 20 Paraden heute gemacht. Aber dann, als Gummersbach führt, ist es finde ich unfassbar stark. Natürlich mit dem Momentum, mit dann David Späth, der auf der rechten Seite breite Situationen wegnimmt, sehr, sehr viel hält in dieser Phase. Und dann entscheiden vielleicht so 1-2 Sachen, wo aus dem Tempospiel Gummersbach einen Ball schnell wegwirft, wir vorne die Kontrolle haben und diese Kleinigkeiten und dann gewinnen wir es am Ende. Von daher wirklich glücklich, aber ich glaube, man muss so ehrlich sein, dieses Spiel kann in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen gehen. Und wir sind unfassbar glücklich, dass es in unsere Richtung gegangen ist. Und finde auch, und da kann ich ja nur für meine Mannschaft sprechen, dass meine Jungs sich das verdient haben mit der sehr, sehr schwierigen Woche, mit der Konstellation heute, wie wir die Trainingswoche gestaltet haben und wie die Jungs heute auch nach der Führung in der zweiten Halbzeit von Gummersbach stabil geblieben sind und einfach ihren Job weitergemacht haben. Das fand ich sehr, sehr stark. Danke. Ja, guten Abend, Sebastian. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, auch verdienten Sieg, glaube ich, am Ende. Ich bin einerseits natürlich enttäuscht, dass wir nicht etwas hier in Gummersbach behalten können. Aber ich glaube, ich muss auch ehrlich sein und sagen, wir haben 20 Torhüterparaden und auch zum großen Teil deswegen im Spiel bleiben. Wir haben Juri Knorr, Horzens oder Kohlbacher eigentlich nie in den Griff gekriegt heute. Haben bei Stand 28, 27, wo wir geführt haben, dann haben wir, oder auch davor, da lassen wir zu gute Chancen liegen. Aber nochmal, wir bleiben im Spiel, weil Thibaut ein überragendes Spiel macht. Bin da deswegen stolz auf die Jungs, wie die gekämpft, gefightet und gespielt haben. Aber es ist sehr enttäuschend, dass wir dann gegen Ende des Spiels uns selber im Weg stehen und, oder? Der Gegner ist natürlich ziemlich stark. Und aus guter Chancen es nicht schaffen, den Ball reinzumachen oder teilweise die falschen Entscheidungen treffen. Aber trotzdem, ich glaube, wir brauchen auch nicht drum herumreden, dass Rhein-Neckar Löwen sind besser besetzt. Die haben eine überragende Mannschaft, die spielen eine super Saison bis jetzt. Die sind unfassbar gefährlich bei Gegenstößen, auch in Positionen zu Angriff. So, ich bin zufrieden mit der Entwicklung meiner Mannschaft und wie wir das gegen so einen guten Gegner trotzdem machen können. Aber am Ende, wenn es doch dann so eng ist und dass man auch kurz vor dem Ende, oder dass wir einen 5-0-Lauf kriegen bei Stand 28, 27 für uns, ist das schon enttäuschend. Aber trotzdem, wir müssen weiterarbeiten und hoffentlich werden die Spiele, unsere Spieler sich dann auch so entwickeln, dass die auch in die heiße Phase kühlen Kopf erwarten und die richtigen Entscheidungen treffen können. Alles klar, Dankeschön.